Herzlich willkommen zu diesem dritten Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte. Und jetzt möchte ich mich mit Zelldatentypen beschäftigen. Das heißt, wie gibt man Texte, Zahlen, Datumsangaben, Währungen ein, beziehungsweise wie erkennt man diese? Ich habe schon ein kleines Beispiel hier für eine Zahl eingegeben. Das ist der Dreier. Text wäre der Name hier, den ich eingegeben habe, Sonja. Datum wäre zum Beispiel 24.01.2016 und Währung auch eine Zahl 345. Und dir fällt etwas auf, dass Zahlen hier immer rechts ausgerichtet sind. Das heißt, sie stehen immer am rechten Rand einer Zelle und der Text immer auf der linken Seite. Das ist schon mal ein Unterschied und ich habe das hier eben eingegeben. Wenn ich hier einen anderen Namen eingeben würde, wie zum Beispiel Peter oder einen anderen Text, dann erkennt das hier Excel an und für sich selbstständig. Wenn ich hier eine andere Zahl eingebe, erkennt es das eben ebenfalls selbstständig. Wenn ich hier jetzt ein Datum eingeben würde, 17.01.2016, dann erkennt es ebenfalls ein richtiges Rechts aus. Also wenn dann hier Zahlen vorkommen und hier gebe ich eine andere Zahl ein, 567, wird das automatisch erkannt. Aber was hier noch nicht automatisch erkannt wurde, ist ja zum Beispiel bei der Währung, dass ich ein Währungszeichen habe. Und das führt uns schon zu der Frage, wie kann ich das machen, wie kann ich das zuordnen? Ich gehe in die entsprechende Zelle, rufe dann das Kontextmenü auf, das heißt rechte Maustaste, und gehe dann herunter in diesem Kontextmenü auf Zellen formatieren. Da habe ich eine Reihe von Möglichkeiten, etwas zu machen. Und in dem Fall hat hier Excel diese Zahl hier als Standard festgestellt. Und ich möchte aber daraus dann eine Währung machen. Klicke hier auf Währung und habe hier mehrere Möglichkeiten, wie das dargestellt werden könnte. Dass eben zum Beispiel hier dann Dezimalstellen angezeigt werden. Das heißt, nach dem Komma werden dann die Cent zum Beispiel angezeigt. Ich belasse diese Einstellung jetzt hier mal so. Klicke auf OK und du siehst, was sich hier verändert hat. Hier sind genau diese Nachkommastellen dargestellt worden. Ich gehe jetzt nochmal rein, rechte Maustaste, Zellen formatieren, verringere jetzt hier diese Dezimalstellen und es wird dann tatsächlich hier nur 345 Euro dann, werden hier in dem Fall dann angezeigt. Ich kann wieder hineingehen, kann es dann wieder verändern auf den ursprünglichen Zustand. Und genauso kann ich diese Zellen dann formatieren, natürlich auch mit anderen oder überprüfen, wie die eingestellt wurden, kann ich ebenfalls hier wieder über Zellen formatieren. Ich habe jetzt gerade ein Datum ausgesucht und man sieht, hat hier das Datum automatisch als solches erkannt. Und ich mache jetzt hier dann Folgendes draus. Ich wähle hier diese Form der Darstellung, dass eben dann auch der Wochentag angezeigt wird. In dem Fall siehst du hier diese Rautenzeichen. Das bedeutet hier bei Excel immer, dass nicht genug Platz da ist, um alles darzustellen. Ich gehe jetzt wieder da herauf, du weißt es noch aus dem vorgehenden Video. Der Mauszeiger verändert sich, ich mache einen Doppelklick und es wird hier alles dementsprechend dargestellt. Das gleiche mache ich jetzt hier auf der rechten Seite. Verändere wieder hier die Darstellung, gehe wieder auf Zellen formatieren. Das Datum hat er schon erkannt, wähle wieder diese Form der Darstellung. Und in dem Fall habe ich das dann hier gleich so angepasst. Ja, und jetzt möchte ich zeigen, was man da alles damit machen kann. Ich kann jetzt hier zum Beispiel hergehen. Wird mir wieder die Summe vorgeschlagen, du weißt das noch aus dem vorgehenden Video, er schlägt mir hier diesen Bereich vor von E10, ja, das ist hier diese Zelle, dort erinnert sich noch E10 bis F10 wird dann mit der Summenformel bearbeitet, das wird hier in dem Fall zusammengezählt. Dann kann ich genauso gut auch mit einem Datum zum Beispiel arbeiten und könnte dann hier sagen, ist gleich dieses Datum minus dieses Datum. Und es kommt 7 raus, weil 7 Tage zwischen dem Sonntag, dem 24. Januar und dem Sonntag, dem 17. Januar liegen. Da möchte ich hier mit Währungen arbeiten. Ich formatiere das hier wieder mit dem Währungszeichen. Ich gehe wieder auf Zellen formatieren, suche mir dann die Währung aus, belasse es hier in dieser Form der Darstellung, habe also 345 Euro und 567 Euro. Und jetzt möchte ich wieder etwas machen. Jetzt rechne ich die Differenz aus, gehe sie hierher, wähle das hier aus, das ist die größere Zahl in dem Fall. Minus dieser Zahl, das heißt in der Zelle E13, und habe dann hier dann, das erkennt Excel selber, eine Berechnung mit einer Währung dann auch dementsprechend dann durchgeführt. Ja, jetzt hast du gesehen, wie man hier einfache Zelldatentypen zuweist, wie sie links oder rechts ausgerichtet sind, wie man Zelltypen zuweisen kann und wie man damit dann auch rechnen kann und Berechnungen durchführen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf das nächste Video.